Hallo aus dem nachmittäglichen Alanya. Ich bin heute mal auf dem Markt und ja, wenn ich hier gerade eh lang laufe, ein Kilo Wassermelone kostet 50 Cent, 1 zu 30 ist ungefähr der Kurs. Und dann müsst ihr jetzt rechnen, es sind auch 50 Cent pro Kilo. Hier Weintrauben kosten 50 Cent pro Kilo, die Bananen ungefähr, nee Quatsch, Weintrauben 1 Euro pro Kilo, Organic Machudler Bananen 50 Cent pro Kilo. Und also die Preise immer noch super auf dem Markt und mit Deutschland natürlich nicht vergleichbar. Und heute ist nicht so viel los, also ich meine, ich war um die Uhrzeit auch fast noch nie da. Also wir haben jetzt 17 Uhr am Samstagnachmittag und es ist wenig los. Also sonst war hier so viel, dass man hier kaum durchgekommen ist. Ich will ein bisschen gucken, was hier in dem Teil hier gerne shoppen. Hier gibt es dann halt hier Textilien und Geldbeutel und Taschen und hier gibt es Gözleme und leckeren Saft. Also wenn ihr mal auf dem Markt seid, dann holt euch hier irgendwo einen Saft und esst ein paar Gözleme. Gibt es auch mit Kartoffeln oder mit leckerem Käse. Ja, und hier kann man alles Mögliche kaufen. Wir sind jetzt einmal rübergelaufen, weil ich gerne da kaufe, wo halt was ausgewiesen ist. Hier zum Beispiel stehen auch die Preise dran. Dann hat man schon mal so einen Anhaltspunkt. Und ich mag das nicht so gerne, wenn dann nicht dann irgendwie dann erstmal runterhandeln muss. Ich bin ja nicht so der Typ zu. Ich bin so ein ganz klarer Typ. Sag mir, was es kostet. Ich sag ja oder nein. Und ich habe keine Lust, mir irgendwas auszusuchen. Und dann sagen die hier, es kostet 20. Ich sag nee, ich zahle nur 5. Und dann treffen wir uns irgendwann mal bei 10. Das mag ich einfach nicht so. Es gibt viele Leute, die mögen das total gerne. Ich mag es nicht. Ja. Und deswegen ist ja auch mittlerweile relativ viel ausgepreist. Hier zum Beispiel super günstig, 10 Boxershorts, 10 Euro. Also echt cool. Wobei ich mir meine Unterhosen beim LC bei Kiki kaufe. Ich habe relativ großes Becken. Ja, und brauche so eine XXL oder XXXL hier in der Türkei. Unterhose, ich frage immer gerne Boxershorts und so. Genau, hallo. Und genau, danke. Grüße nach Deutschland, habt ihr gehört, ja. Und eine XXL Unterhose und da hat es immer sehr gut gepasst und die Langlebigkeit war auch gut. Bei den Sachen hier auf dem Markt kann man Glück haben oder man kann natürlich auch mal Pech haben. Aber hier sieht man auch, dass irgendwelche Shirts oder Pullis so 5 Euro das Stück. Also hier lohnt es sich mal vorbeizuschauen, vielleicht findet man irgendetwas, was einem wirklich gut gefällt, ja. Und ja, jetzt am Nachmittag anscheinend, es sind auch schon einige Leute, die abbauen. Ja, nicht die Lebensmittelsachen, aber so die, diese Kleidungssachen oder Souvenirs und sowas, die bauen teilweise schon ab. Ja. Und es ist auch wenig los. Ja. Und was man auch empfehlen kann, ist hier diese Seitengassen. Da sind dann halt eher die Kleinbauern, auch hier, die dann nur einzelne kleine Sachen verkaufen. Also da auch unbedingt mal reingucken, wenn ihr dann wirklich ganz frische Sachen haben wollt. Ja. Und ich guck mal, ob ich was finde. Ich habe vorhin einen Stand gesehen, der Warenpreis ausgeschildert. Bin ich jedenfalls der Meinung. Da gucken wir mal und ja, genau. Und hier will noch jemand Hallo sagen. Hallo. Hallo. Und die Leute sind alle sehr, sehr nett und man kann hier auch wirklich gut drüber laufen und kann sehr, sehr gut hier umgucken. Da gibt es zum Beispiel auch ganz viele Gewürze und Tees und hier zum Beispiel schöne Hosen. Und ja, und sogar Spielsachen, falls man was klein kaufen will. Ja, und wir gucken mal, ob wir was finden. Ja, wir sind fündig geworden auf dem Markt. Guck mal, ich habe ja hier so eine Tasche hier. Die hat schon jetzt ein paar Jährchen auf dem Buckel hier. Und da ist schon ein bisschen was ab. Die war aber sehr, sehr gute Qualität. Und ich habe mir jetzt hier so eine mit einem Extrafach gekauft, weil ich dann doch mal beim Drehen öfters mal noch ein externes Mikrofon oder sowas mitnehme, dass ich einfach die Möglichkeit habe, das auch mitzunehmen. Das ist auch keine gefälschte, sondern das ist einfach eine türkische Tasche. Und dann habe ich mir auch von der türkischen Firma noch ein Portemonnaie gekauft, so ein bisschen minimalistischer, nur für Scheine und Karten. Ich habe jetzt auch den türkischen Führerschein und der ist nicht so groß wie mein rosaner Führerschein. Und ja, habe ich nicht viel für bezahlt, habe aber jetzt auch nicht bis aufs Letzte gehandelt. Das waren jetzt faire Preise. Der Verkäufer hat auch Deutsch gesprochen, war sehr nett und habe gesagt, wir kommen auch nochmal wieder. Der hatte wirklich coole Sachen. Und der hatte die Sachen nämlich ausgepreist halbwegs und habe das hier aber 1 Euro billiger gekriegt und das 5 Euro billiger oder 4 Euro billiger gekriegt. Und ja, damit bin ich dann zufrieden. Ich will die Leute ja auch leben lassen. Und wir sind hier gerade in Hansche. Das ist hier ein Café an der Straße mit der Uhr.
Und hier ist an den Tagen mit dem Markt immer sehr viel los auch. Es ist immer gut besucht und die Preise sind auch annehmbar. Also es gibt noch günstigere, aber es gibt auch viel, viel teurer. Und hier kann man wirklich gut essen, auch ein leckeres Eis mal. Ich glaube, das Eis kostet jetzt für jeden Eisbecher 3,50 Euro, glaube ich, in den Dreh rum. Das ist völlig in Ordnung und das lassen wir uns jetzt mal schmecken. Jetzt ist auch unser Eisbecher gekommen. Der ist auch nicht mal so klein. Der ist hier mit Pistazien, ne? Und mit Pistazien obendrauf. Und die kosten so um die 3,50 Euro, glaube ich. Ich hatte irgendwas von 110 oder sowas gelesen auf der Karte. Und jetzt habe ich auch mal meinen Portemonnaie gefüllt. Türkischer Führerschein, Aufenthaltsgenehmigung, eine EC-Karte, eine Kreditkarte, eine Migros-Karte. Und hier 200er-Schein und 100er. Und jetzt habe ich ein viel kleineres Portemonnaie und ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Und jetzt lassen wir uns das hier mal schmecken. Und dazu gibt es noch ein eigenes Wasser von dem Laden hier. Und das schmeckt wirklich sehr gut. Hat einen guten pH-Wert und schmeckt sehr lecker. Ich habe gerade bezahlt und ohne Trinkgeld hatte es 339 Lira gekostet. Und ich habe noch ein Cappuccino dahinterher getrunken. Also ein Cappuccino, zwei 03er Wasser oder 05er, ich bin mir gar nicht sicher. Und zwei große Eisbecher für 11 Euro. Also für jeden 5,50 Euro Eisbecher mit Wasser und einem halben Cappuccino. Ja, also ich denke mal, das sind auch Preise hier, die sind völlig in Ordnung. Das ist hier die Haupttouristenstraße hier in Mahmutla. Naja, nicht wirklich die Barbaros eher, aber hier kann man auch noch ja super hier essen gehen und muss halt immer mal Preise vergleichen, auf die Karten gucken, aber ist ja alles ausgepreist. Ja, und wir sind jetzt hier. Es ist das Gute, wir haben ja unser Quad. Wir sind zu zweit mit dem Quad unterwegs gerade. Hier hängen unsere Helme. Und hier haben wir uns jetzt hier hingestellt, wo auch die anderen Roller stehen. Also hier ist nämlich gerade schwierig mit dem Parkplatz. Und ja, und jetzt können wir hier weiter düsen. Wir sind jetzt noch mal eine Minute weiter in die Berge gefahren und ich hatte nämlich auf den Drohnenaufnahmen, die ich bei dem Tiny House vom Erkan gemacht hatte, gesehen, dass hier neue Gebäude gemacht werden. Hier sieht man das auch. Also so ein recht hohes Hochhaus hier in den Bergen und da kann man wahrscheinlich von oben total gut auch aufs Meer gucken. Und daneben sah das so aus, als ob da auch Villen gebaut werden, aber die sind nicht gebaut, die gibt es schon. Also die sind hier auch schon fertig, also eine ältere Site, sieht schon ein paar Jährchen aus. Gibt es hier aber auch einen Pool und alles. Kann man auch sicherlich von oben hier gut gucken. Und was auch lustig war hier, das sieht man hier auf den Drohnenaufnahmen, hier ist kritische Infrastruktur, nennt man sowas. Das ist ein Umspannwerk, wahrscheinlich wirklich für den Stadtteil Mahmutla hier oben. Und wenn da mal ein Blitz einschlägt oder so, dann ist der Strom halt weg. Das hatten wir ein paar Mal, wenn es so Gewitter waren, dass dann halt wirklich der Strom auch mal richtig weg war. Also das hier ist halt direkt in der Nähe von dem Umspannwerk, ja. Und ja, Elektrik ist ja wichtig, ja. Aber so ist geil. Und ja, da hinten sieht man auch nochmal, wie schön das hier ist mit den Bergen. Ich zoome mal ganz kurz ran. Hier sieht man das, da geht das dann so hoch. Also wir haben es hier so schön. Also muss man wirklich sagen, also die Natur hier ist so fantastisch. Und gerade mit so einem Gefährt wie hier kann man halt hier wirklich überall hin. Hier wäre ich mit dem Auto jetzt nicht hochgefahren, ne? Wie man die Straße hier sieht. Aber mit dem Quad ist das alles gar kein Problem. Das ist ja ein Traktor. Und bin total froh, dass wir den gekauft haben, den Traktor. Und ich kann auch nur empfehlen, wenn ihr dann mal in die Stadt wollt oder ist es mal viel los, dann einfach mal mit dem Quad oder mit dem Roller oder mit den Elektrodinger dann reinfahren und dann findet man viel besser einen Parkplatz und ist viel flexibler, auch in der Innenstadt. Aber man findet eigentlich auch mit dem Auto immer einen Parkplatz. Also wir sind hier in der Türkei, ja. Genau. Auf dem Rückweg habe ich noch was gesehen, wo ich sage, das will ich euch mal zeigen. Und zwar, damit es das ganze Jahr Bananen gibt. Also hier sieht man ja auch Bananen. Gibt es hier auch solche Gewächshäuser. Und da seht ihr, wie riesig das ist. Das sind riesige Bananen da drin. Und so gibt es das ganze Jahr frische Bananen hier in Alanya zu kaufen, ja. Und das ist natürlich geil, ne? Ich esse gerne mal eine Banane. Und Äpfel auch. Und leckere Äpfel gibt es hier auch. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Fehler gemacht. Ich habe meinem Sohn gerade aufs Board gesetzt und gesagt, hier, fahr doch mal ein Stück da raus. Wolltest du eh mal üben, mit dem Quad zu fahren? Wir sind hier außerhalb von normalen Straßen. Jetzt kommt er nicht wieder zurück. Und ich hoffe nicht, dass jetzt irgendwas los ist. Dann wäre ich nämlich ein schlechter Papa. Normalerweise hätte ich mich hinten drauf gesetzt. Aber
Ist er das da oben? Nee, ist er nicht. Ja, wo ist er? Ne? Er ist hier den Berg hochgefahren und ich hoffe, er kommt unbeschadet wieder zurück. Eigentlich kann man beim Quadfahrer nicht viel falsch machen, aber ja, mal schauen, wo er ist. Da kriege ich Ärger, wenn da was passiert, die Alexander reißt mir den Kopf ab. Und da kommt einer mit einem Blinker eingeschaltet wieder zurück. Ich hoffe, er schafft zu bremsen, ja. Sehr gut, das ist immer das Blöde an den Quads, dass man nicht hört, dass der Blinker läuft. Man sieht es immer nur. Und war's gut? Ja, ja. Heute war Glück gehabt. Ja, jetzt fahre ich aber zurück. Ne? Wir wechseln gleich.